So. Da bin ich wieder. Musste noch schnell Schokolade essen. Die klebt mir jetzt am Gaumen. Aber jetzt bin ich wieder bereit. Doch, das habe ich vorher schon erklärt. Da warst du wahrscheinlich nicht da. Das ist wirklich einfach nur ein Cthulhu-Kopf, einfach. Ohne weitere Bewandtnis. Das ist irgend so ein Cthulhu-Kopf, den habe ich in diese Tasse gesetzt. Ach ja, genau, ich habe mal einen Stream gemacht. Das war, glaube ich, auch ein 24-Stunden-Stream, oder? Wo alles im Cthulhu-Thema war. Ja, das war ein 24-Stunden-Stream. Cthulhu-24-Stunden-Stream. Und da habe ich dieses Bild gemacht für die Pause. Und das benutze ich seitdem jetzt eigentlich immer, weil ich so ein cooles Bild finde. Und es passt ja auch zum Landsquid-Thema. Okay, Max Termination Force. Ich nehme einfach mal den hier, was weiß ich. Unser Giant Robot Game. Schauen wir uns das mal an. Wenn ihr nichts dagegen habt, überspringe ich die Story, weil... Welche Story denn bitte? Riesige Roboter greifen plötzlich die Erde an. Keiner weiß, woher sie kommen und was los ist. Los geht's! Das ist alles, was wir wissen müssen. Ah, komm mal. Nee, das geht nicht. Ah, ich kann sein Bein kaputt schießen. Ich verstehe. Rote Augen hauen, auf gelbe Augen schießen. Das ist das Geheimnis. Und das Bein zerstören. Okay, ich glaube, das war der erste Boss. Sehr gut. Max Terminated. $4,300 verdient. Neuer Rekord. Giant Robot Number One. Destroyed. Gute Arbeit da draußen. Sprich mit dem Captain, wenn du bereit für die nächste Mission bist. Was gibt es denn im Shop? Gibt es da coole Upgrades oder sowas? Ah. Herzcontainer. Zelda oder wie? Bringt vorübergehend einen zusätzlichen Gesundheitspunkt für deinen nächsten Kampf. Ah, das ist super billig, aber Hilfe hält nur kurz. Das finde ich blöd. Flammenwerfer sollen deine Gegner doch genauso brennen wie du. Aber wir brennen doch gar nicht. Und hoffentlich bleibt das auch so. Und die Laserkanone. Naja, können wir uns alles nicht leisten. Deswegen machen wir auf jeden Fall den nächsten Boss jetzt noch ohne irgendwas. Wird schon hinhauen. Ah, wir haben geschlafen, scheinbar. Willkommen im Hauptquartier, bla bla bla. Will doch nur meine nächste Mission. Da oben müssen wir wahrscheinlich hin. Steinbrücke, Bevölkerung 3. Die Megamax wollen die Brücke zerstören, damit wir keinen Nachschub mehr zum Festland, vom Festland erhalten. Lassen wir uns das dir was einfallen. Na super, alles liegt an mir, oder wie? Okay, ich kann sein Armband zerstören. Irgendwie ist der witzig. Wie der da steht. Oh oh! Das ist aber nicht nett. Oh.
Oh, was soll ich denn da machen? Das ist ja voll gemein. Au, ich glaube, der macht uns fertig. Vielleicht müssen wir doch erstmal die andere Mission machen oder den besser lernen. Aber wie soll ich denn sein Armband zerstören, sein zweites? Was mache ich hier bei dem... Oh, das funktioniert, okay. Puh, erneut versuchen. Erneut versuchen. Ich will seinen Laserband zerstören, sehr gut. Ein Schluckfallen ist gemein, aber gut. Alter, jetzt spinnst du aber. Mann, ey. Ich hasse ihn. Er ist schon krass. Bin nicht so schnell, dass ich seinen blöden zweiten Angriff nehme. Ja, gut, seine zweite Armbinde ist zerstört. Bringt mir das jetzt was? Irgendwie, eigentlich? Wenn ich so drüber nachdenke, ja, es bringt mir was. Es ist nur super schwer. Aber ich verstehe es, okay. Dann machen wir nochmal. Holy shit! Okay, nochmal. Riesenroboter-Spiel. Schwierig. Ich versuche gleich echt den anderen Boss, aber jetzt versuchen wir den noch ein bisschen. Der Treffer war jetzt unnötig, das ist jetzt echt doof gewesen. Ich komme leider mit der Steuerung auch noch nicht hundertprozentig gleich, nicht dauert. Na, ich hab seine zweite Manschette wenigstens ein bisschen getroffen. Aber das ist aber nicht zu lahmarschig. Jetzt komm schon, schlag mit deinem Fäusten zu. Na, okay, immerhin. Nicht perfekt, aber immerhin. Haben wir seine zweite Manschette zerstört. Oh, das ist so gemein. Ich schaff das leider nicht. Ich muss da zack, zack, zack über seine drei Hände springen. Ohne dass ich getroffen werde. Ist schon krass. Ah, nee. Ich versuche das andere Level mal. Das ist heftig. Jeff, ich brauche eine neue Mission. Die ist scheiße. Machen wir lieber das Schneeland hier. Für das ist bestimmt viel leichter. Okay, ein riesiger Tausendfüßler. Und ich bin winzig. What could possibly go wrong? Oh Gott, ich verstehe, wie das funktioniert und ich finde es super gemein. Come on, das ist doch beschissen. Und dann fliegen noch die Raketen. Ah, nein, ey. Das ist hardcore. Das ist hart. Das ist hardcore. Das Spiel will es ganz schön wissen. Das ist nicht gerade leicht. Das ist echt nicht gerade leicht hier.
Lass mich da rein, okay? Langsam, genau, mit Bedacht. Ein Stockwerk nach dem anderen. Dann kriegen wir das hin. Nein, kriegen wir nicht, weil wir nicht schnell genug sind. Das Ding ist die Hölle. Der wackelt auch noch so rum, das macht es noch mal schwerer. Okay, einmal haben wir ihn erwischt. Na dann. Oh Gott. Okay. Das ist neu. Jetzt sind seine ganzen Rückenlichter schon mal zerstört. Jetzt fehlen noch seine drei Augen. Wenn wir die Sprünge nicht vermasselt hätten am Anfang, dann hätten wir es geschafft schon. Oh, ist das gemein. Habt ihr das gesehen? Die Rakete war ein bisschen zu hoch für uns. Nochmal das Ganze. Aber ich glaube, den schaffe ich eher als den anderen. Ich werde es versuchen. Oh. Oh Mist, hat uns schon einmal wehgetan. Hallo, wir sind nützlich. Irgendwie komisch. Das war okay. Das war gut. So funktioniert das. Wenn der so schnell kommt, ist es echt schwer, seine ersten Energiebarriere zu auszuweichen. Mist. Okay, Lichter auf seinem Rücken, alle zerstört. Brauchen wir nur noch seine blöden Augen. Ah, Raketen mit Baseballschläger zerhauen. Funktioniert besser. Ich wollte sagen, sehr gut, aber das stimmt nicht. Nur besser. Ein bisschen. Nein, jetzt spinn doch nicht. Ich dachte, jetzt schaffen wir es, aber jetzt guckt euch den Scheiß hier an. Jetzt schickt er 100 Millionen Raketen gleichzeitig los. Boah, der spinnt doch. Jetzt komm schon. Es hätte so schön sein können. Ich könnte was riskieren. Ah, nee, okay, können wir nicht. Oh, hey, ohne Shit. Ohne Shit, ey. In die Augen. Ohne Scheiß. Oh, ich hab noch einen anderen Plan. Ich hab noch einen Plan. Wie wär's denn? Achso, warte mal, kann ich den... Es geht gar nicht. Ich wollte gerade sagen, wie wäre es denn, wenn ich den ersten Gegner nochmal mache und da Geld sammle? Und dann... Aber wir kriegen Geld, auch wenn wir verlieren. Ach, wenn das so ist, können wir mal schauen, dass wir vielleicht bessere Waffen zusammenkriegen. Wie viel kostet der? 25. 15. Ein Herzcontainer 10.000. Na, da dürfen wir noch ein bisschen... Aber ich verstehe, auch wenn wir verlieren, gewinnen wir Geld. Was ist denn das da? Virtuelles Trainingscenter. Bisherigen Schlachten wieder angreifen, deine Punkte verbessern und sogar ein bisschen Geld verdienen. Ach so, ja genau. Das wollte ich machen. Machen wir doch den ersten Boss nochmal.
und verdiene da ein bisschen Kohle, hoffentlich. Weil der war ziemlich leicht. Da sind sie am Anfang noch sehr nett zu einem. Nachher dann nicht mehr so. Flawless Victory! Und schon haben wir ganz schön viel Geld verdient und kriegen auch noch Bonusgeld, oder? Kriegen wir das Geld wirklich? Warum kriegt man so viel Geld in den virtuellen Spielen, in den virtuellen Simulationen? Weil so kriegen wir jetzt die Kohle für die besseren Waffen zusammen. Versuchen wir es gleich nochmal. Das waren jetzt aber gerade nur 2 von 3 Sternen. Also das Spiel hat schon Anforderungen ganz schön an einen. Dafür kriegen wir schon irgendwas, oder? Ich glaube, diesen Flammenwerfer, wo ich mir die ganze Zeit schon denke, ist der wirklich sinnvoll? Ich hätte lieber gerne die Laserkanone. Disco wie 1995. Prallt ab, um noch mehr Ziele zu erwischen. Der Flammenwerfer? Was soll den Gegner brennen, genau wie du? Kaufen wir einfach mal den Flammenwerfer. Und schauen mal, ob der Sinn macht. Kann jetzt aber nicht mehr zurück zu meiner alten Waffe, oder? Weil dann hoffe ich ehrlich gesagt, dass der Flammenwerfer... Weil der hat nicht so viel Reichweite, ehrlich gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass in der manchen Situation gar nicht so gut ist. Testen wir den mal. Vielleicht bei dem Brückenkerl. Kriege ich wenigstens seine Armmaschetten leichter weg. Und seine Schüsse kann ich wahrscheinlich auch leichter abwehren. Außer die Raketen. Aber die Reichweite ist sehr begrenzt. Vielleicht war das keine gute Idee. Der Flammenwerfer sind die nicht so böse. Habe ich das Gefühl, geeignet jetzt gerade zumindest. Ich habe das Gefühl, der Flammenwerfer ist furchtbar. Downgrade. Naja. Wie? Soll ich mit dem Flammenwerfer irgendwas machen? Come on. Das ist so bescheuert. Ich hätte mir lieber einen Herzcontainer kaufen sollen, glaube ich. Das hätte mehr Sinn gemacht. Okay, vielleicht kann ich mit dem Flammenwerfer die... Ja, jetzt habe ich auf neu versuchen gedrückt, das wollte ich nicht. Vielleicht kann ich mit dem Flammenwerfer die Raketen von dem anderen Boss besser abwehren, wenn ich da an dem hochspringe. Das könnte funktionieren. Das versuchen wir mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin zu schlecht für das Spiel. Naja, aber hier ist das gar nicht schlecht, das Ding.
Ehrlich gesagt ist er hier, glaube ich, eher hinderlich als förderlich. Aber immerhin, einmal haben wir ihn erwischt. Dann tatsächlich gar nicht so schlecht, aber zum Öffnen der Arme teilweise ein bisschen umständlich. Jetzt komm, bitte. Ja! Oh Gott. Teilweise leider nicht sehr exakt ist, was in so einem Spiel leider echt halt doof ist. Aber, nein, aber wir haben ihn geschafft. Oh mein Gott, ich dachte schon, das wird nichts mehr. Danke, Flammenwerfer. Ich glaube, ich brenne. Gut gemacht. Gut gemacht. Die Waffe scheint für den Gegner gemacht, ja. Das hat echt sehr gut funktioniert. Ah, und jetzt gibt's auch die Streukanone für 40.000, noch teurer. Könnten wir jetzt auch einen Herzcontainer leisten, aber jetzt sparen wir mal. Schauen wir mal, ob der Flammenwerfer für den nächsten Boss, ich hoffe mal, ich denke mal, es gibt schon den nächsten Boss, auch geeignet ist. Ah nee, jetzt gibt's nur noch die Brücke, okay. Die Brücke für, also der Flammenwerfer ist furchtbar für den Brückenkerl. Vielleicht mache ich jetzt den ersten Boss mal mit dem Flammenwerfer. Nee, warte mal. Ha, ich glaube, den ersten Boss, ich mach das jetzt mal, aber ich glaube, den ersten Boss kann ich mit dem Flammenwerfer überhaupt nicht besiegen. Ehrlich gesagt. Schauen wir mal. Weil ich krieg sein Auge nicht, wenn er im rosa Roboter-Modus ist, glaube ich. So, warte mal, wenn ich sein Bein kaputt mache, genau, dann reicht der Flammenwerfer auch zum Auge. Okay, das ist cool. Wow, okay. Der erste Boss ist so leicht und dann drehen die gleich so, dann ziehen die gleich so an von der Schwierigkeit her. Das ist ziemlich irre. Ich krieg einfach die Zeit nicht für den 3-Sterne-Bonus. Wie viel brauchen wir? 25, oder? Ich grind jetzt den ersten bisschen. Und dann machen wir das. Und dann kaufen wir uns die nächste Kanone mal. Dann bin ich gespannt, wie die reinhaut. Oh, okay. Das ist komisch. Ja, müssen wir ein bisschen grinden. Aber das mache ich jetzt. 25, ne? Ich glaube schon. 25 ergrinden wir uns jetzt. Ja, vielleicht ist die Laserkanone, aber die prallt ab. Ich glaube nicht, dass das Sinn macht für den Boss da. Ich glaube eher für den Boss sollten wir gleich auf diesen Triple Laser spannen. Da kostet er dann gleich 40.
meine, wir werden mit dem ziemlich schnell fertig, aber kriegen halt auch nur ein paar tausend. Naja, es geht schon. Versuchen wir mal den Abprall-Laser wirklich. Ich will den nicht nochmal machen. Nee, ich will den nicht. Ich will den nie wieder. Bitte, nie wieder. Okay, das war jetzt komisch, ne, dass der so weitergefahren ist. Dann konnten wir super schnell abstauben. Jetzt aber 3 Sterne Zeitbonus. Nein, wie schnell muss ich denn den besiegen für die 3 Sterne? Ich will eure blöden 3 Sterne gar nicht mehr. Machen wir ihn noch einmal, dann können wir uns den Abprall-Laser kaufen. Und ich hoffe, der ist gut gegen den Brückenwächter. Weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, warum ein Abprall-Laser mir helfen sollte. Aber vielleicht eben schon. Vielleicht gerade deswegen. Weil ich nicht weiß, warum. Schade. Reichweite. Ja gut, aber Reichweite hat die Standard-Gun auch. Schauen wir mal. Jetzt können wir uns die kaufen. Ich meine, dadurch, dass... Aber, weil ich habe mir ehrlich gesagt eher gedacht, das Abprallen ist sinnvoll, wenn diese Raupe ihren Rundum-Wurstel-Angriff macht, oder? 40.000. Kaufen wir jetzt mal die da. Schauen wir mal. Okay. Müssen wir einfach mal testen, würde ich sagen. Vielleicht haut die ja rein wie sonst noch was. Vielleicht kann ich seine Manschetten und so schön treffen damit. Seine Schüsse damit auf jeden Fall schön abwehren. Ah, komm schon, den Arsch. Warum hat mich der jetzt getroffen? Ich hasse den. Aber vielleicht schaffen wir ihn jetzt wirklich. Theoretisch. Ich krieg nur seine zweite Armmanschette nicht kaputt. Dieses auf die Hände springen muss ich einfach üben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ist halt schwierig, wenn seine Wubbel noch da sind. Seine Manschette hilft das irgendwie nichts. Du bist ein nerviger Arschbold. Na, jetzt komm. Oh. Ah, jetzt habe ich rausgefunden, wie man Waffen wechselt. Interessant. Die zweite Manschette stört mich irgendwie gar nicht. Die kann ich ignorieren. Macht den Boss ein bisschen leichter.
Das war jetzt gemein, aber ich glaube, ich schaffe den jetzt. Ja, zumindest. Ich glaube, wir schaffen den. Direkt nachdem er seine Wuppel schießt aus den Fingern, kann ich nicht auf seine Hände springen. Jetzt wird's gehen! Na, schade. Komm näher her, komm. So geht das nicht. So geht das nicht. Oh yeah! Oh, das war's noch nicht, oder? Nein! Jetzt kommt der Krokodilmodus. Natürlich. Warum auch nicht? Natürlich wirft er Autos auf uns, weil warum nicht? Achso. Nein! What happened? Es war so knapp, glaube ich. Ist aber auch gemein hier. Ja, total bescheuert wie das. Na, jetzt müsste ich auf und drauf auch noch. Ach, Mann, ey. Nee, das wird nichts mehr. Vielleicht ist das auch nicht die ideale Waffe, aber ich weiß jetzt gerade echt nicht mehr, wie man Waffen wechselt. Oh Gott, ich glaube, ich muss das nochmal dreimal machen. Wobei hier, um seine Schüsse abzuwehren, ist die Waffe ideal. Shit, ey. Ohne Witz. Also das ist schon krass, was die von einem verlangen hier. Aber witzig ist es schon auch, die Idee für den Boss. Ah, come on, das hätte ich nutzen können. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er gleich nochmal boxt. Wann macht er das schon zweimal hintereinander?
so gemein, ohne Witz, weil ich muss quasi hier in die Schlucht fallen, damit ich an seinen Bommel komme. Das finde ich nicht in Ordnung. Oh, ich habe gerade versehentlich die Waffen gewechselt. Okay, besser. Oh, ich dachte, es gibt noch eine dritte Runde, aber es gab nur die zweite. Yeah, verdammt, war das crazy. Na, ich bin gespannt auf den nächsten Boss. Puh, also Riesenroboter haben wir definitiv genug in diesem Stream hier. Oh, verdammt nochmal. Was dieser Gauner Mac Shopkeeper sucht dich. Dringend, ja, okay. Gehen wir zum Mac Shopkeeper. Oh, was ist denn das da? Plasmabomben. Schick deinen Gegner mit diesem mächtigen Granatenwerfer zum Teufel. Die hätte ich gerne. Geht aber nicht. Ah, ich habe dich bereits erwartet. Du kommst gerade rechtzeitig, um eine neueste Erfindung auszuprobieren. Komm mit. Ja. Jetzt. Hier, bitte sehr. Die Magnethandschuhe. Jeden aufs Haus. Damit kannst du Oberlänge einer hochklettern. Einfach L oder R gedrückt halten. Versuch's mal. Oh Gott. Das macht das nicht gerade leichter. Aber es ist sehr viel mehr Protektor gerade. Oh Gott. Ich sehe die Gegner schon kommen. Das wird furchtbar. Ja, ja. Aber gute Ideen sind es auf jeden Fall. Anne! Becker, dankeschön fürs Followen. Vielen Dank. Voll cool von dir. Schön, dass du mit dabei bist. Oh Gott, das wird schlimm. Warte mal. Wie bist denn du so schnell hier hochgekommen? Gut gemacht. Die Dinger sind ganz praktisch, um an schwer erreichbare Energiekerne heranzukommen. Na dann. Na super. Haben wir jetzt... Das, also ich meine, ich habe das neue Probotector nie gespielt, muss ich sagen. Ich habe es nur gesehen und habe mir gedacht, das sieht crappy aus. Das da wäre ein besseres neues Probotector. Es ist nicht sehr Probotector-like, aber es sieht immer noch besser aus, finde ich, wie das, was die uns als Probotector gegeben haben. Meine Meinung. Okay, Stadt. Bevölkerung 110.000 und mehr. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Oh oh. Das ist der titelgebende Roboter. Oh, das geht gleich mal gut los. Ah, und hier könnte ich jetzt zum Beispiel hochklettern. Ah, du bist gemein. Okay, da komme ich nicht so leicht hoch. What? Ich glaube, ich habe das gewollt, ist, dass ich hinter ihm bin. Vielleicht bin ich jetzt unsterblich und kann alles kaputt. Okay. Hat sich erledigt. Meine Unsterblichkeitsfantasie. Ich dachte, vielleicht haben wir Glück und ich bin hinter ihm geglitscht. Nein, den versuchen wir aktuell nicht nochmal. Der ist mir ein bisschen zu crazy und ich habe nicht mal die leiseste Ahnung, wie wir den besiegen sollen. Versuchen wir mal nach... Wir haben ja zum Glück drei zur Auswahl. Nehmen wir mal die andere City. Oh, oh, eine Schnecke. Ja, die ist witzig. Okay. Nein, komm schon, hau doch auf die Fühler.
Hau doch auf die Fühler! Oh Gott, oh Gott. Wenn er uns die schon mal so schön präsentiert hier. Es ist nicht so leicht, wie es aussieht, leider. Wie gesagt, die Steuerung ist ein bisschen nicht perfekt, finde ich. Ah. So, Stufe 1 gemeistert. Oh, jetzt muss ich wahrscheinlich da rein. Oh, shit. Hab ich vermasselt. Ich trau mich aber. Oh, okay. Mist, bin ich reingekommen. Wow, uncool, uncool. Das Spiel spinnt einfach. Das Spiel ist total wahnsinnig. Das Spiel ist total verrückt. Ach, jetzt komm schon, du komisches Bubbelding. Was soll denn das jetzt? Ah, wie soll ich denn das? Das kann, manchmal kann man sich echt nicht wehren hier. Ah, warte mal, ich könnte an der Innenseite eventuell klettern. Das sieht so grau aus wie ein Tutorial. Jetzt bin ich tot. Nein, er hört auf zu rollen. Danke. Ich komme nicht mehr rein. Also, die haben sich viel überlegt, auf jeden Fall, für coole, interessante, seltsame Bosse. Ah, Mist, ich bin so gut wie tot. Oh mein Gott, ey. Ist das irre. Hallo, Caligula, wie geht's? Dann haben wir jetzt den dritten Boss noch an, aber ich glaube, dann will ich das Spiel wechseln. Wobei das durchaus Potenzial hat, aber jetzt nicht mehr. Nicht für mich, nicht mehr jetzt in diesem Zustand. Aber schauen wir mal. Dann haben wir jetzt noch den... Okay. Warum nicht? Danke fürs Followen, Caligula. Nett von dir. What the fuck ist denn mit dem los? Oh, shit. Okay. Das ist komisch. Damit habe ich ein Problem, oder? Ich hätte gedacht, ich könnte an seinem Bein hochklettern, aber leider funktioniert es nicht. Jetzt bin ich irgendwie an der Innenseite seiner Beine, da sollte ich definitiv nicht sein. Ah, ich bin wieder raus. Ah, jetzt funktioniert es mit dem Hochklettern. Yeah, okay, gut. Erste Glühbirne kaputt. Oh, na super. In dem Fall ist quasi der Boss ein eigenes Level im Grunde. Ich verstehe. Das ist zwar echt cool, aber wir schaffen den halt jetzt leider unmöglich. Aber das ist eigentlich schon cool. Gute Nacht, Katka. Bis später. Ich mach den noch einmal. Der gefällt mir. Aber ich muss da bis zu seinem Kopf hoch und seine zwei Köpfe weghauen. Das ist unmöglich. Aber es ist irgendwie eine coole Idee, finde ich. Den Boss mag ich. Nein! Ah, Mist. Warum komme ich denn da jetzt nicht hoch? Das gibt's ja nicht. Ah, jetzt.
What? Hier kann der durchschießen. Bin ein bisschen gemein. Ach komm schon. Das ist doch jetzt nicht mehr nett hier. Hallo. Ich würde gern irgendwie noch leben. Jetzt kommt schon, Leute. Das ist bekloppt hier. Das ist einfach nur noch bekloppt. Nicht, dass es nicht auch irgendwie cool und episch ist. Aber vor allem ist es total bekloppt. Nein, 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 nein. Ich finde es auch echt witzig. Aber komm schon, diese Schüsse hier, wenn die nicht wären, dann wäre es wenigstens einigermaßen fair, finde ich. Aber das ist zu viel. Das ist einfach zu viel. Guckt euch den Scheiß hier an. Das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr klar. Ich werde mich beschweren hier. So nicht. Aha, schade. Jetzt wäre ich fast zu den Köpfen gekommen. Gott, kann nicht mehr. Ich kann das Spiel nicht mehr. Au. Ich habe echt Rückenschmerzen. Ich muss mich ein bisschen anders hinsetzen. Puh. Das war cool, finde ich. Aber alles Coole hat mal ein Ende. Vor allem um 3 Uhr morgens. Deswegen machen wir jetzt Schluss mit dem Spiel. Aber es ist cool, oder? Ich finde das cool. Wir hatten schon einen Stream auch, das war der Cthulhu-Stream. Da waren ein paar Spiele dabei, so ganz billige Glücksgriffe, oder Glücksgriffe nicht, aber ganz billige Random-Griffe, wo dann echt ganz viel Mist dabei war einfach. Aber bis jetzt hatten wir echt nur coole Spiele.